So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White 2. Wir gehen gleich weiter in die nächste Stadt und schauen, was uns hier erwartet. Erstmal ein glatzköpfiger kleiner Mann. Hallo glatzköpfiger kleiner Mann. Und eine Frau mit Haaren. Oh, das ist mal was ganz Neues. Eine Frau, die Haare auf dem Kopf hat. Also das sieht man selten. Vor allem hier in der Pokémon-Welt. Oh, und da ist die weibliche Protagonistin. Und da sind doch diese zwei Kampf... Koryphäen, wie die heißen, aus dem Kampfmetro. Jetzt können wir... Was? Oh! Stimmt, wir können gegen sie kämpfen, okay. Wen habe ich denn überhaupt an erster Stelle? Okay, unser Kampf gegen die Kampfkoryphäen, ich weiß nicht, ob sie Kampfkoryphäen heißen. Ying und Yang, genau. Ying und Yang, mal schauen, okay. Habe ich... Kuhn, oh, sehr schön, ich habe Kuhn an erster Stelle, das gefällt mir richtig gut. Damit können wir doch gleich was anfangen, denn jetzt können wir diesen Brocken hier erledigen, sehr schön. Er ist sogar noch paralysiert, das ist wunderprächtig. Und sie greift, beziehungsweise es, das Haxe. Könnt ihr euch noch an Haxe erinnern? Gutes altes Haxe, du hast mir gute Dienste bereitet in Pokémon White 1. Aber jetzt haben wir den Kuhn und der Kuhn greift jetzt erstmal den linken Typen da an, da ich glaube, dass Haxe Verschnitt Numero Uno den angreift, genau. Und das reicht auch, um ihn zu besiegen. Wir bekommen ein Level Up. Aber hoffentlich greift dieser Muskel, dieser Heroinsucht, die nicht uns an. Metal Sound brauchen wir nicht. Aber ich glaube, er greift uns an. Ja. Okay, rest in peace, Kuhn, du hast es gut gemacht. Aber nun ja, jetzt kommt auf jeden Fall Klops rein. Und Klops sollte mit einem Feuerschlag alles aus ihm rausquetschen, was rauszuquetschen geht. Wie auch immer, denkt doch einen Satz zusammen, der cool ist und fügt ihn so ein. Dann ist alles gut. So. Wir haben die Kampfkoryphäen besiegt. Ich weiß jetzt noch immer nicht, ob es Kampfkoryphäen sind. Ihr werdet bestimmt sagen, das sind keine Kampfkoryphäen, sondern das sind Kampfleiter, Kampfmetroleiter, Fokker, du hast doch keine Ahnung. Aber ist mir Schnuppe. Wir haben sie auf jeden Fall besiegt. Sie sind ganz wehmütig und hauen erstmal ab in ihr Kampfmetro. Hey Fokker, das hast du richtig gut gemacht! Hier, dafür bekommst du die Kampfkamera, damit kannst du Kämpfe aufnehmen und kannst sie immer wieder anschauen. Ist doch cool, oder Fokker? Also, ich muss mal weiter. Bis dann, Fokker. Die Kampfmeter schauen wir uns vielleicht ein anderes Mal an. Jetzt erstmal erkunden wir die Stadt. Oh, oh, oh! Hier gibt's ein tolles Item, das holen wir uns. Ja, rede du nur. Und wir holen uns hier den Donnerstein. Ja, Donnerstein, Donnerstein, Donnerstein. Ist gut. So, da unten links kommen wir noch nicht rein. Da ist dieses Kampfhaus, wo wir irgendwie kämpfen können. Und da bekommen wir halt so einen Rang. Haben wir im Pokémon White 1 auch schon getan. Ganz witzig, aber jetzt auch nicht irgendwas, was man unbedingt braucht. Jetzt erstmal erkunden wir die Stadt, das Städtchen. Wir bekommen einen Sonnenstein. Das ist ziemlich Knorke, finde ich. Und Knorke wie ein Knäckebrot. Ja, das ist es. Und ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge ich eingehen soll, was ich zuerst machen soll. Ich würde sagen, wir erkunden in diesem Part die Stadt. Im nächsten Part fange ich mir unser nächstes Teammitglied. Und ihr dürft schon mal raten, welches das nächste Teammitglied sein wird. Ich gebe auch keine Tipps, wo man es fangen kann. Sondern ratet einfach schön drauf los. Ja, ich bettel hier um Kommentare, ich weiß. Aber wenn ihr ein Problem damit habt, könnt ihr mich gerne betteln. ein Wortspiel der Extraklasse. Ja, ein ziemlich lahmes Wortspiel. Aber Wortspiel bleibt Wortspiel. Und Brautkleid bleibt Brautkleid, genau. Wenn ihr versteht, was ich meine. Genau das meine ich und ja, gehen wir raus aus diesem Haus. Das reimt sich übrigens. Raus aus diesem Haus und so weiter und so fort.
Heilen wir erstmal unsere Pokémon, dann können wir auch schon weitergehen. Beziehungsweise wir können auch so schon weitergehen, aber ich will mir hier erstmal dieses Red Shard holen. Wozu wir diese ganzen roten Dinger da brauchen und grün und blauen. Haben wir schon grüne? Ich glaube, wir haben blaue, aber grüne haben wir noch nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, wozu wir die brauchen, werden wir, glaube ich, in der nächsten Stadt erfahren. In dieser, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, ich glaube, in dieser noch nicht. In dieser noch nicht. Ich weiß, ich hätte mir ein paar Münzen holen können, aber will ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Erstmal will ich, wie gesagt, diese Stadt erkunden. Oh, komm, Feueräffchen, lass mich durch. So. Was hast du zu sagen? Nichts Interessantes. Danke, dass du meine Zeit verschwendet hast. Pokémon Musical. Wollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht heben wir es uns für ein anderes Mal auf. So, die Pokestadien hier könnten wir eigentlich auch machen. Machen wir vielleicht sogar auch. Aber jetzt erstmal holen wir uns hier den Modekoffer. Hey Foka, du siehst aus wie eine Prinzessin. Ja, du siehst aus wie eine Prinzessin, deswegen gebe ich dir hier den Modekoffer. Damit kannst du deine Pokémon mit Schwung-Accessoires beschmücken und sie können hier an den Poké-Wettkämpfen teilnehmen. Wähle ein Pokémon aus. Ja, wir wählen einfach mal unseren Klopsilein aus. Und ja, wir können jetzt anziehen, wie wir wollen. Ja, ich weiß, es ist schon gut. Hier eine schöne Fliege, mach eine Biege, du Fliege, dann ein cooler Stock, ein Hut und er sieht aus wie ein Gentleman, oder nicht? Was könnte noch dazu passen? Gürtel nicht, ja, höchstens noch die Brille, yeah, cool, oder? Ja, ziemlich cool, das gefällt mir, okay. Oh, wunderschön! Hey, der sieht ja wunderschön aus, finde ich toll, finde ich bra 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 bra. Ich hau mal ab. Geht Klärchen, mein Bärchen. Okay, die haben auch nicht wirklich was zu sagen. Hast du was zu sagen? Nö, ich tanze nur hier ein bisschen rum, also kein Grund zur Sorge. Du. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein, ist ja auch egal. Ich bin alt und werde bald sterben. Ich bin noch viel älter und werde auch noch viel balder sterben. Aber Walter ist kein Walter, denn Walter ist. Ach. Ich glaube nur Scheiße, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber der Preis ist heiß und ich will ein Eis. Ich werde, glaube ich, gleich nach diesem Part ein Eis essen. So ein Space Runners Eis. Kennt ihr die? Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Die kommen aus Holland. Aber werden hier in der Schweiz verkauft. Und nee, die sind nicht voller Drogen, obwohl man ab und zu mal denken könnte, hey, die sind voller Hasch, aber sind sie nicht. Nö, nö, nö. Schmecken trotzdem ganz gut. So, hier nach rechts gehen wir noch nicht. Also sollen wir schon nach rechts? Ne, ich will erstmal unser nächstes Pokémon haben, damit wir damit auch dort rechts trainieren können. Wisst ihr was? Ich fange, glaube ich, das nächste Pokémon schon in diesem Part ein. Oder ich mache diesen Part einfach ein bisschen kürzer und lade dafür heute drei Parts hoch. Mal schauen. Wenn ich hier mit angesprochen habe und dann. Ja, komm, wir fahren noch das Riesenrad, dann reicht es für diesen Part. Oder. Nee, Foka, mach viel längere Parts, du bist voll uncool. Nö, ich mach jetzt den Part etwas kürzer, vielleicht wird er auch nicht wirklich kürzer, sondern bleibt etwa gleich lang. Aber trotzdem habe ich heute drei Parts hoch. Da könnt ihr euch drauf freuen oder auch nicht, je nachdem wie ihr wollt. Hier kommen wir noch nicht rein, der Clown erzählt uns was Witziges, aber wir können nicht darüber lachen. So, holen uns hier erstmal ein Beleber, jupp, und dann fahren wir, ne, reden erstmal mit der, obwohl ich glaube, mit der haben wir schon geredet. Mist, hier ist die Arena, ich will aber Riesenrad fahren. Ich will Riesenrad fahren. Okay, dann fahren wir doch Riesenrad, oder? Yes, wir fahren Riesenrad. Ach, erstmal müssen wir gegen die kämpfen, okay. Kein Problem, sie will, dass wir gegen sie kämpfen. Wenn wir gegen sie gewinnen, müssen wir ein Rendezvous mit ihr machen auf dem Riesenrad. Ob das romantisch wird oder nicht, sehen wir in diesem Part auf dem Riesenrad. Yeah! So, Kraftwelle und ein One-Hit-KO. Sehr gut gemacht, Kuhn, das ging ja schnell. Und jetzt begeben wir uns auf das Riesenrad.
Oh, ich freue mich schon auf die Fahrt mit dir, Fokka. Das wird sicher so romantisch. Das letzte Mal in Pokémon White konnten wir mit N ein paar romantische Momente auf dem Riesenrad miterleben. Jetzt können wir es mit dieser jungen Dame. Was findet ihr besser, mit dieser jungen Dame oder mit N? N war so ein bisschen Psycho, aber irgendwie war eine Berühmtheit. Sie ist irgendwie ein gar nichts. Nun gut. Nun ja. Ziemlich beruhigend die Musik, da könnte man gleich einschlafen. Ich will aber nicht einschlafen, das ist das Problem. Was machen wir dagegen? Genau, wir schlafen nicht ein. Sondern beenden die Riesenradfahrt. Oh, das war voll schön, Fokka. Und als Dank dafür, ja, gebe ich dir gar nichts. Ja, danke schön. Okay, Freunde der guten, gepflegten Abendunterhaltung, wir machen was Schönes. Und zwar hole ich mir mein nächstes Pokémon. Wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Im nächsten Part sehen wir uns sofort bei unserem nächsten Pokémon wieder. Ihr dürft, wie gesagt, raten, welches es ist. Ihr müsst aber nicht. Ich will ja keinen Zwing zum Kommentieren. Bis dahin, Leute, man sieht sich einen schönen Tag noch und tschüss.